YouTube, ich bin Bini und heute geht es um zwei Dinge und zwar einmal um persönliche Grenzen und einmal um persönliches Versagen meinerseits. Ich habe genau zwei Runden und mit beiden bin ich, und ich wage es fast gar nicht zu sagen, in Aventurien unterwegs. Oh ja, let's the shitstorm begin, my friends. Nun, mit der einen Gruppe bin ich seit 3,5 Jahren dabei, Aventurien systematisch zu zerstören, und die andere versucht es erst seit, ich glaube, 2 Monaten, den Erdboden gleich zu machen. Bei dem Thema der persönlichen Grenzen geht es allerdings um diese langjährige Gruppe. Die hat es nämlich nicht nur geschafft, eine Falle vorauszuahnen, sondern auch noch den Fallensteller dingfest zu machen. Darüber war ich dermaßen überrascht, dass ich überhaupt nicht wusste, was diese Person weiß und was sie alles so sagen kann, weswegen ich ihn also schweigen ließ. Und auf einmal hatte ich eine Diskussion darüber am Hals, ob diese Person gefoltert werden wollte. Der Punkt wurde sehr schnell abgehakt. Wie sollte die Person jetzt gefoltert werden? Und auf einmal war ich in einem Zwiespalt. Zwickmühle. In einer Zwickmühlen-Zwiespaltsmühle. Oder so. Auf der einen Seite will ich natürlich meiner Gruppe alles ermöglichen. Sie haben es ja auch immerhin geschafft, 42 Vogte und die Kaiserin von Gareth umzubringen. Innerhalb von 4 Minuten. Was eine runterfallende Plane, die eigentlich ja nur gegen Regen schützen sollte. Ein paar alte Holzpfeiler und ein paar wütende Pferde mit Kutschen dran so alles anstellen können. War ja wirklich ein gutes Ablenkungsmanöver, aber ist nicht ganz so gelaufen, wie es sollte. Auf jeden Fall versuche ich also wirklich alles, ihnen zu ermöglichen, aber auf der anderen Seite ist jetzt Folter eins von 2 Themen, die ich in meiner Runde nicht haben möchte, die ich einfach nicht gut darstellen kann. Und das ist einmal sexuelle Gewalt und einmal Folter. Das hat persönliche Gründe und das ist eigentlich auch ziemlich egal. Also musste ich mich entscheiden. Ich entschied mich für meine persönlichen Grenzen, weil ich wusste, ich kann es nicht gut darstellen und es wird eh nach hinten losgehen. Also, wie gesagt, entschied ich mich dafür, sagte, dass ich das nicht darstellen kann, und glücklicherweise habe ich eine großartige Runde voller toller Menschen, die sagten, ja, überhaupt gar kein Problem, Foltern ist ja eh nicht so toll. Die Situation löste sich relativ schnell, da aufgrund von bloßem Würfelglück, das möchte ich hier nochmal gesagt haben, die zweite Person den ersten NPC befreien konnten. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich die Situation doof fand. Das war pures Würfelglück. Das waren 4 Einsen bei 3 Würfeln. Nein, ernsthaft, war tatsächlich Würfelglück. Die Situation löste sich, wir haben das dann nochmal kurz hinterher besprochen, alle haben gesagt, okay, gar kein Ding. Ja, wie gesagt, ist eine persönliche Grenze, ist natürlich ein bisschen schwierig im Rollenspiel, so drastische Grenzen zu haben, aber lohnt sich, weil einfach ein gutes Rollenspiel dadurch ermöglicht wird. Kommen wir damit zur zweiten Situation, die sich mit meinem persönlichen Versagen beschäftigt. Das dürfte ein Gaumenschmaus für all die sein, die immer nach 2 Minuten meinen Videos Daumen runtergeben. Ja, ja. Ich habe ja auch noch eine zweite Gruppe. Und diese Gruppe ist noch nicht so lange in Aventurien unterwegs. Und zwar gerade mal 2 Monate. Tatsächlich gibt es auch noch 2 Personen in dieser Gruppe, die vorher noch nie was mit Rollenspielen zu tun hatten. Weswegen ich sie vorsichtig in die wunderbare Welt der Rollenspiele einführen wollte. Weswegen einige Sachen funktionierten, die ansonsten nicht funktioniert hätten. Was ich allerdings hinterher immer wieder angesagt habe. Übrigens, vielleicht ein Vorgehen, was gar nicht so schlau ist. Was haltet ihr eigentlich davon, Neulinge so vorsichtig einzuführen? Findet ihr das doof? Sollte es vielleicht gleich richtig losgehen? Das könnt ihr mal vielleicht in die Kommentare schreiben. Nun, ich habe es jedenfalls so gemacht und wollte also jetzt irgendwann mal den Schalter umschalten und den Ernst des Lebens regieren lassen. Das ist auch passiert. Das und zwar in der letzten Runde. Da sind sie in ein Dorf gekommen, was laut ihrem Informationsstand eigentlich ziemlich wohlhabend war, aber es nicht mehr war, als sie eintrafen. Erster Gedanke war natürlich, da steht genau ein Schloss daneben. Da ist doch vielleicht ein Graf drin und der ist bestimmt böse und lässt die Leute ausbluten. Genauso war es dann auch. Die Runde wird übrigens damit enden, dass eine der 2 Personen, die noch nie was mit Rollenspielen zuvor zu tun hatte, eben mit einem Dolch in der rechten Seite auf einem dreckigen Tisch in einer dunklen Scheune aufwacht und am Verbluten ist und ansonsten nicht mehr so viel tun kann und auch noch von einer Person aus der Gruppe getrennt wurde. Ist also irgendwie ein bisschen, ja, aus dem Ruder gelaufen.
Und zwar aus mehreren Gründen. Zwar hatte ich das Schloss als ziemlich gruselig beschrieben. Ich hatte sogar auf 3 Galgen hingewiesen, die von einem Turm herabhängen und auch so aussehen, als ob sie benutzt würden. Ich hatte sogar 2 füchsische Zeichen eingebaut, und zwar die beiden Zeichen für große Gefahr und auch ansonsten einige Sachen darauf hinweisen lassen, also dass in diesem Graf ein etwas, dass in diesem Schloss ein etwas durchgeknallter Graf wohnt. Allerdings bin ich dann wieder in meiner gewohnten Manier in etwas bescheuertes Rollenspiel abgeglitten, hatte also die Stadtwachen und die Torwachen beschrieben als Leute, die ein bisschen dumm sind und vor allem deren Häuptlinge, also jedenfalls der kleinen Gruppen, sich immer dadurch zeigen, dass sie einen immens riesigen Schnurrbart haben. Und zwar, je höher der Rang, desto länger der Schnurrbart, wozu dann irgendwann Stricke von den Helmen zu den Schnurrbärten führten und beim letzten der Schnurrbart so riesig war, dass nicht nur diese kleinen Stricke mehr reichten, sondern ein ganzes Fahrgestell eben für diesen Schnurrbart benötigt wurde. Das heißt, zwischendurch driftete ich dann immer weiter ab in diese, ach naja, wird ja nicht so schlimm sein, Mentalität, und dann bekam ich die Kurve nicht mehr und wollte das trotzdem unglaublich gefährlich wirken lassen und ließ also den Grafen mit Messern, mit Dolchen werfen, weil er die Vorstellung des Zauberers und des Gauklers meiner Runde nicht toll fand. Ein Dolch traf richtig und dann wurden sie auch noch irgendwie verprügelt und ins, in den Kerker geschmissen. Das war völlig, völlig zu viel. Und ich weiß gar nicht, warum ich so ausgerastet bin auf einmal. Aber irgendwie wollte ich den Ernst des Lebens durchkommen lassen. Mein Tipp an euch, wenn ihr das tut, tut es auf jeden Fall. Also fangt irgendwann damit an, ein wenig auch in härteres Rollenspiel zu kommen, also mit härteren Bandagen zu kämpfen, aber lasst euren Leuten immer einen Ausweg. Was ich nicht getan habe, was also mein größter Fehler, neben eben diesem Fehler, dass ich es nicht schaffe, eine Atmosphäre richtig aufzubauen, sondern immer wieder abgleite in so einen Blödsinn, dass ich halt wirklich nicht geschafft habe, meiner Gruppe und vor allem den beiden das Gefühl zu geben, dass sie irgendwas ändern können, sondern sie hatten so ein Gefühl der Hilflosigkeit. Und das ist manchmal ganz toll, aber am Anfang in dieser Situation total doof. Und separiert doch um Himmels Willen nicht die Person, die vorher noch nie was mit Rollenspiel zu tun hatte. Was ich getan habe, ich habe keine Ahnung warum. Das sind also 3 riesige Fehler, wo ich euch nur raten kann, tut es nicht. Wohingegen diese Dinge mit einer Gruppe, die schon richtig lange spielt, richtig toll sein können, wenn also diese Gruppe mal so Hilflosigkeit erlebt, wenn sie halt also merken, boah, egal was ich tue eigentlich, kann gerade nur schlimmer werden, wir müssen abwarten, wir müssen halt irgendwie uns dann freikämpfen, das kann super sein, das hat in meiner anderen Gruppe schon wunderbar funktioniert, das Abspalten von Gruppen oder das Spalten von Gruppen kann richtig großartig sein, wenn es Paranoia gibt und dadurch richtig gutes Rollenspiel ermöglicht wird, aber doch nicht in der Gruppe mit Leuten, die eben vorher noch nie was zu tun hatten. Kleiner Fakt am Rande, damit das nicht so komisch rüberkommt. Übrigens, diese Gruppe ist richtig, richtig fit. Die Leute schauspielern richtig gut. Es macht unheimlichen Spaß. Und diese Leute haben mir den Spaß am Rollenspiel wiedergegeben. Der ist mir nämlich abhandengekommen. Dazu wird es einen Vlog geben. Das mal schon voraus. Jetzt rede ich schon viel zu lange. Ich wollte vor das kurze Video machen. Außerdem spiele ich in genau 38 Minuten wieder das Schwarze Auge. Hasst mich dafür oder nicht, ist mir egal. Das Schwarze Auge ist großartig, hat eine tolle Welt. Die Regeln sind ein bisschen schwierig, aber lassen sich ja abändern. Weil wir sind doch alle intelligente Leute, haben das Internet und können uns vernetzen und uns gegenseitig beraten. Was ich so für Abänderungen in den Regeln habe, kann ich möglicherweise auch mal in irgendeinem Video, Gott, kann ich mir reden, in irgendeinem Video mal sagen, aber ich weiß nicht, ob mir das nicht so doof ist, weil da Regelfragen und so, da kommt immer ganz schön was zurück. Nun, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, großartigen Abend, einen tollen frischen Morgen, was auch immer gerade bei euch ist, und bis bald, kleine Kinder.